Ein herzliches Willkommen und Hallo mal wieder mit ein wenig Blockscape. Es gibt einen neuen Modus für die Weltgenerierung. Die unendliche Platte. Und da sind wir auch schon auf ihr, auf der unendlichen Platte. So einfach ist das manchmal. Jetzt muss ich wieder rausfinden, wie das denn war. So war das. Genau. Weil wir wollen mal was anderes wagen. Und zwar habe ich diesen wunderschönen neuen Blocktyp entdeckt. Also entdeckt, weil er war nicht offensichtlich latent und überhaupt vorhanden, sondern war ein bisschen versteckt unter anderen Sachen. Ein bisschen. Also die Steuerung bleibt halt einfach ein bisschen fummelig. Aber also so als Model-Editor ist es nicht schlecht. Man sieht auch, wie der Schatten hier nachzieht. So. Uiuiuiui. So. Genau. Die Musik setzt schon wieder aus. Mann, 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 Leute. Irgendwie ein bisschen doof. Musik hier verschwindet. So. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Also auf jeden Fall fehlt irgendwie die Taste, damit es dann irgendwann mal wieder nach unten oder nach oben geht. Und vor allem das hier ist auch immer toll, wenn man so ein bisschen daneben klickt, deswegen gibt es da unten immer diese Tropfen auf der Erde. Weil man echt ziemlich unendlich weit klicken kann. Ja. Wir modellieren jetzt einfach mal ein bisschen was. Also vor allem in diesem Modus wirkt es schon stark wie ein 3D-Bearbeitungsprogramm wie Blender oder ähnliche. Auch das 3D Studio Max und was es da nicht noch alles gibt. Maya. Es ist hier schon sehr ähnlich, muss ich sagen. Gibt es nämlich auch so einen Sculpture-Mode, der so ähnlich funktioniert wie das hier. Das ist ein wenig leiser. So ein bisschen schade. Weil man kann es auch nicht so wirklich beeinflussen, was hier passiert mit der Musik und ähnlichem. Soweit ist das Spiel noch nicht. Es gab einige Fixes, einige Neuerungen. Eine davon ist halt eben die Neuerung, die ich jetzt, in der ich jetzt schon unterwegs bin. Diese unendliche Platte. Ja. Ja, und jetzt hängen wir hier mitten im Stein fest. Bisschen doof. Bisschen doof. Na, gucken wir mal. Da wieder rauskommen. Ja, jetzt. Ich sag ja, es ist halt alles noch ein bisschen unfertig. Leider, leider, leider. Aber diesen Modus hier so bauen kann, ist gar nicht so verkehrt. Also ist schon irgendwie interessant.
wenn es denn irgendwas ist. Es ist auf jeden Fall interessant. Die Steuerung kehrt sich auch immer schön um, wenn man so kopfüber hängt. Ah, und jetzt sind wir so weit oben, dass wir doch nicht mal was anklicken konnten. Mann. Was es hier nicht noch alles zu entdecken gibt in diesem Spiel. Ah, irgendwie so ganz will es sich mir noch nicht erschließen. Nun gut. Flugmodus aus und gucken wir uns erstmal an, was wir hier Schönes. Naja, schönes relativ. Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Jo. 50 Mausklicks später sieht die Sache denn schon so aus. Also ich finde so rein diesen Sculpture-Mode finde ich schon ziemlich nett. Also damit kann man auf jeden Fall nette Höhlen, Gebäude kann man damit schon generieren. Also gut, und hier kommt das zum Tragen. Was man vielleicht hin und wieder, wenn man so Shader-basierte Spiele hat, nicht so leiden kann. Gegenlicht und andere Dinge. Sodass man nicht so wirklich gut abschätzen kann, wo man hier gerade unterwegs ist, weil man dann doch gegen die Sonne auch manchmal arbeiten muss. Wie im wirklichen Leben. Also ja, eine Spur realistischer auch an dieser Stelle wieder als Minecraft. Muss man ja doch sagen, aber ob das so zielführend ist. Also auf jeden Fall, ja, es ist ein toller Map-Editor. Wenn sie denn irgendwann einen Exporter für Counter-Strike anbieten, kann man hier mit dem Prinzip auf jeden Fall coole Karten entwickeln. Na. Naja, und jetzt kann ich hier halt so langsam alles zubauen. Kann mir jetzt hier so eine künstliche Höhle schaffen. Diesen Modus. Aber ja, es bleibt halt in meinen Augen einfach nur ein ziemlich netter Map-Editor. So wirklich Spielspaß und Freude. Kann ja auch Blender starten. So, könnte ich auch mal wieder machen. Blender starten. Haben Sie das schon mal gemacht? Ihre eigene Software auf Ihrem eigenen Computer ausgeführt? Sollten Sie mal tun. Wenn die Werbung da mal nicht recht hat, ne? So. Ja. Gucken wir uns die Sache mal von hier an. Ja, hier ist ein bisschen dicker geworden. Machen wir ein bisschen weniger wieder. Na, ist doch eigentlich nicht verkehrt. Also ich sag ja, für Map-Editor ist das echt cool. Das kann man hier noch so einen Durchgang schaffen.
50 Meter sind wir groß, so gefühlt. Die Proportionen stimmen nicht so ganz. Aber ja, jetzt könnte ich hier noch wilde Dinge tun. Könnte von oben fliegend die Decke einziehen und dann, weiß nicht, hier so eine Decke machen. Klick, 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 man hört es im Hintergrund. Also ich sag ja, es ist ein, aktuell ist es eher ein Map-Editor. Es ist ein Spiel. Dafür ist der aufgerufene Preis aber ein bisschen hoch, wenn man sich anguckt, was man mit Blender so alles machen kann. Na gut, aber die Bedienung vom Blender ist ja nicht ganz so intuitiv wie das hier. Ist ja eher immer ein Graus mit diesem Programm. Dann auch das zu erreichen, was man erreichen will. Man kann damit alles erreichen, das ist ein tolles Programm. Also wenn ihr euch das mal angucken wollt, dafür gibt es auch jede Menge Tutorials bei YouTube, im Internet, Vimeo und wie diese Plattformen nicht noch heißen. Also da geht echt was. So. Ja. Und überall so leichte Lücken, wenn man da durchguckt. Feuert man auch gleich wieder Blöcke auf den Boden ab. So. Ja, jetzt ist hier drin ja natürlich düster, ne? Düster, düster. Nee, das war das Falsche. Wie haben wir da eben drin? Eva, das genau. Genau, weil wir können jetzt ja auch noch, das haben sie ja hier auch drin, Lichtquellen und Wasser. Können wir auch benutzen. So. So. Willkommen in der Batman-Höhle. Also ja, die Effekte sind schon cool. Das hat schon was. So, können wir wieder ein bisschen fliegen. Weil ich will ja noch mal was anderes zeigen. Weil Wasser fließt auch hier. Da sieht man schon, dass so die Engine auch an ihre Grenzen gerät. Mit so ein bisschen hier. Also gut, jetzt war ich auch sehr unhöflich. Ich habe ja alles mit diesem eher groben Tool gebaut. Und dadurch hat doch schon eher dafür gesorgt, was ist passiert? Ich habe natürlich die falsche Stelle erwischt. Na, ganz toll. Ja. So, und irgendwann kommt das Wasser auch unten an. Also man sieht, wie sehr sie sich bemühen, alles zu schaffen, was Minecraft schon kann. Man sieht auch, wie sehr sie sich bemühen, anders zu sein als Minecraft. Und man sieht auch, wie sie es schaffen, also hier mit dem Licht und den Shadern und so weiter. Es ist schon alles
irgendwie eigen. Wirkt auf eine gewisse Art und Weise auch ziemlich cool. Theme kann man es auch schon. Also das wieder zu Blockscape. Ein wenig Licht und eines kleinen Kleinods. Das wir uns mal aufheben. So. Und dann zeige ich euch noch mal einen anderen Versuch, auch schön viel Wasser. Das jetzt zum Abschluss. Und da das Spiel selber keine. Ah, da ist es. Da das Spiel selber keine wirklich Musik machen möchte. Ach, siehst du, wo das Wasser war, wird jetzt auch nicht aufgehoben. Aber auch das hier ist ähnlich entstanden mit dem gleichen Modeller-Typ. Ein Hochplateau mit einem Wasserfall. So. Und das soll es auch schon wieder gewesen sein zu einem kleinen. Schauen wir uns mal wieder an, wie weit ein anderes Spiel ist. Bis dahin. Bye bye.